Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, Stammtischzeit, richtig. Wir haben wieder Experten zu uns eingeladen und wir starten gleich mitten rein. Deswegen freut es mich ganz besonders, unseren ersten Studiogast vorstellen zu dürfen. Hallo Barbara, Barbara Birka-Praschnik. Du bist als Expertin heute für uns zuständig. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und unseren Profi haben wir da, frisch eingeflogen, möchte ich fast sagen, Marco Schwarz. Marco, schön, dass du da bist. Servus. Und ich bin wieder nicht alleine, ja, Hanno Doschan, mein Co-Moderator, der Experte, der quasi ja, bis tief hinein Fragen stellt, in den Bauch hinein. Und schön, dass du auch die Zeit gefunden hast, heute wieder mit an meiner Seite zu sein. Ja, danke auch von meiner Seite. Hanno, wie immer, ich spiele dir den Ball wieder mal zu. Du darfst starten. Mit was beginnen wir heute? Ja, heute geht es rund um das Thema Ernährung und dazu haben wir halt eben zwei Experten, möchte ich jetzt eigentlich sagen, also ich würde mich selbst nicht als den Experten da jetzt deklarieren, haben wir da jetzt hergeholt. Das eine ist eben die Barbara, die ist beim Olympiazentrum die Ernährungswissenschaftlerin und freut mich sehr besonders jetzt noch einmal, dass wir wieder eine Dame bei uns im Studio begrüßen dürfen. Und als zweites halt eben den Marco Schwarz, eher als ja doch Weltmeister, ja, also bringt jetzt sehr viel Glanz noch einmal in die Runde. Wird uns dann aus der Praxis wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen eine Schmankerl erzählen, wie er es da hält mit der Ernährung. Es ist ja so, dass sich halt rund um das Thema Ernährung extrem viel Mythen und Gangarten im Endeffekt ja, beschreiben lassen. Mehr als Bäume im Wald, so kommt mir manchmal vor, gibt es da Theorien, was man zu sich nehmen soll oder nicht oder wie auch immer. Und um das ein bisschen eine Klarheit zu schaffen einmal, eben haben wir da diese zwei Personen eingeladen und möchte auch vielleicht einmal, bevor wir ins Thema reinstarten, aber noch einmal mit einer Erläuterung für diejenigen, die vielleicht euch zwar noch nicht so kennen, ein bisschen was erzählen von euch. Möchte mit dir starten, Marco. Marco, du warst ja in Cortina, hast du WM-Gold gewonnen, gell? Fantastisch. Erzähl uns einmal ein bisschen was von dem Tag. Ja, also eben die ganze Saison war eigentlich schon sehr gut, würde ich sagen. Ich habe in dem Jahr die Slalomkugel geholt und dann eben Weltmeisterschaft ist mir auch sehr gut gelungen. Eben Weltmeistertitel in der Kombination. Habe dann auch noch die Bronze im Riesental aufgeholt. Ja, war in allem Großen und Ganzen eine sehr, sehr gute Weltmeisterschaft. So. Und ja, weil sicher nie vergessen. Der schüttelt das aus dem Ärmel. Habe ich das gemacht. Ich meine, das ist ja sensationell, dass du da so, wie du abgeliefert hast, weil, ich sage einmal, gegen die du angetreten bist, das sind auch keine Knockouten, wenn man das auf gut kärntnerisch gesagt hat, oder? Auf keinen Fall. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erzählt. Von Ihnen. Es ist jetzt relativ locker. Ja. Natürlich sind da die Weltbesten am Start und war ein mega Erlebnis. Sehr cool. Ja, und Barbara, zu dir gibt es ja auch einiges zum Erzählen. Die Barbara ist ja nicht nur, dass sie so eine Sportwissenschaftlerin ist, sie macht jetzt auch noch ein Doktorstudium, habe ich gehört. Und darüber hinaus warst du selbst auch Sportlerin. Magst du uns ein bisschen was von deinem Leben erzählen? Ja, also die Sportlerzeit, das ist ja wirklich schon fast ein vergangenes Leben, muss man sagen. Also 20 Jahre zurück inzwischen, das ist ja unglaublich, das überhaupt auszusprechen. Aber sieht man ihr aber nicht an. Ich wollte gerade sagen, ja. Danke schön. Das ist ein doppeltes Kompliment in der Richtung. Ja. Also ich war ja so wie die Magdi Dobnik, über die wir im Vorgespräch so ein bisschen schon geplauscht haben, war ich ja auch Ruderin. Wobei ich Leichtgewichtsruderin war, zwar international eine der größten mit 1,80, aber bei uns hat das so Tradition gehabt, eben, dass man im Leichtgewichtsbereich unterwegs ist in, zu der Zeit. Und da waren wir eben auch auf 7 Weltmeisterschaften, habe auch Medaillen gewonnen da. Und das mit den Spielen, das ist sich immer gerade ums, aber da gehört halt das letzte Ätzele Glück oder Gesundheit halt auch im richtigen Moment dazu. Und vielleicht, wir reden so im Team, im Olympiazentrum immer wieder, ob nicht dieses, dass es halt dann gerade doch nicht war, vielleicht auch das ist, was einen motiviert, Sportler auch weiterzubringen. Und halt auch natürlich auch diese Hochs und Tiefs, die man da mitmacht. Also ich versuche zwar schon in den Beratungen jetzt nicht jedes Mal zu sagen, habe ich in der Form auch erlebt, das ist jetzt dann auch nicht das, was natürlich dann was bringt, aber ich glaube, dass man vieles auch selber einfach erlebt hat, schon hilft dann natürlich dann schon auch. Ja. Ich würde sagen, es ist angerichtet. Ja, wir könnten jetzt dann eigentlich so richtig ins Thema mal reinstarten. Ja.
Ich komme ja auch vom Handball. Also ich bin ja mit Marco im Vorgespräch, habe ja ein bisschen darüber geplaudert, was man alles so macht und so. Und auch natürlich in jeder Sportart ist das Thema, wenn es Richtung Spitzensport geht, die Ernährung ein Thema. Aber wir wollen ja, und das ist auch unsere Aufgabe hier bei unserem Skistammtisch, den Leuten etwas mitgeben. Wir sagen, ja, ich bin nicht Spitzensportler, was brauche denn ich alles? Wenn man jetzt noch so den Bogen drüber spannen möchte und sagen, ich möchte am Wochenende Skifahren gehen, einfachste Frage, wie sollte mein idealer Tag starten? Was sind die Basics? Wahrscheinlich ein gesundes Frühstück, wie siehst du das? Genau. Und was ist dann aber das Gesundheit? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, das definiert ja jeder ein bisschen anders. Und was ich mal da prinzipiell empfehlen würde, ist, dass es da dann nicht um die Low-Carb-Variante geht, sondern die Carbs, von denen da immer die Rede ist, das sind ja die Kohlenhydrate auf gut Deutsch. Und die sind die Energiequelle, die ich brauche, um dann, sage ich mal, mit den Skien unterwegs zu sein. Das heißt, da würde ich eher auf entweder ein Brot mit einer Marmelade und vielleicht ein Obst noch dazu oder ein Porridge oder eben eine Haferflocken, also ein Müsli, irgend sowas in die Richtung wäre schon einmal ein guter Start. Ich bin ja eher so der bekannte Frühstücker. Ja. Brot, ja. Ja. Aber dann kommt so meistens irgendwie Wurst, Käse, ja, bevor ich die Marmelade vorziehe. Ja, ist auch okay. Macht das was? Auch okay. Ja, also wie gesagt, also die Käsebrot passt genauso. Ich sage, wie gesagt, einem Sportler, einem Spitzensportler, der jetzt in ein Training reingeht, da sage ich natürlich eben die Kohlenhydrate, die eben in den Süßen oder in den Kohlenbrot und dergleichen halt drin sind. Das ist der Treibstoff, aber es spricht jetzt gegen einen Käse auch nicht. Der hat halt jetzt nicht den Treibstoff drin, den ihr dann halt auf der Piste verwendet. Okay, dann muss ich gleich den Spitzensportler fragen. Du gehst ja nicht mit der Motivation, wohl schon auch Spaß zu haben am Berg, aber du hast ja ganz andere Ziele. Du wirst wahrscheinlich ein- bis zweimal dann auf der Piste Vormittag, Einheit, Nachmittagstrainings haben. Wie schaut dein Start denn aus in einen normalen Trainingstag? Ja, also Spaß ist schon ganz oben einzustufen auch. Natürlich geht es um viel mehr, aber natürlich ist das Frühstück eins von den wichtigsten Sachen, würde ich mal sagen. Also wie die Barbara schon gesagt hat, also ich auch sehr gern einen Haferflockenbrei in der Früh, was ich mal mit warmem Wasser aufgieße. Ich glaube, dass das was Warmes auch immer ganz gut ist in der Früh, dass die Wärme auch von innen rauskommt. Und dann natürlich auch Honigbrot oder eben auch Käsebrot esse ich auch ganz gern. Und dann, glaube ich, ist man schon bereit, dass man da ein gutes Training abspulen kann. Macht eigentlich nicht viel anders als der Durchschnittsösterreicher, oder? Mhm. Hätte ich gesagt, oder Anno, wie siehst du das? Nein, sehe ich genauso. Aber es ist ja, jetzt haben wir gerade vom Skifahren geredet, aber viele machen ja, wir haben letzte Folge haben wir über Training gesprochen. Gell? Also das heißt, man macht eine Vorbereitung und man versucht ja, weil das ist ja ganz, also doch ein markanter Unterschied zwischen dem, dass man sagt, okay, man geht auf die Piste oder man trainiert im Sommer für das, dass man fit für den Winter ist. Ja, ja? Genau. Und da nachher speziell, da trennen sich nachher wieder auf einmal die Gedanken oder halt auch die Ernährungsphilosophien. Und da wollte ich einmal ein bisschen auch in das Thema Training oder ins Thema Vorbereitung reinschnuppern. Wie seht ihr das? Also ich fange mal jetzt mit dir an. Wie sollten, wenn ich jetzt dann sage, okay, ich mache Kraft- oder ich mache Ausdauertraining, wie sollte meine Ernährung im besten Fall vor und nach dem Training ausschauen? Also so einen typischen Tag. Ja. Na Hanno, du sprichst es schon an. Also es ist wirklich eine Wettkampfsaison, wo ich auf der Höhe bin und dergleichen, wirklich ganz anders zu sehen als diese Aufbauphase, wo es ja in den meisten Fällen auch um Muskelhypertrophie geht, also um ein Mehrwerden, um ein, dass die Muskelmasse sozusagen größer wird. Mhm. Und da ist es gerade begleitend zum Krafttraining, also ohne Krafttraining funktioniert das gar nicht. Aber eben mit dem Krafttraining, dass man eben wirklich schaut, dass man viermal am Tag zu Eiweißportionen kommt, das gilt im Winter auch, aber halt in dieser Phase ganz besonders bewusst, dass man einfach schaut, und da kommt wieder das Käsebrot ja letztendlich ins Spiel oder eben auch, das, oder auch die Milch oder auch die Sojamilch, eben, dass man wirklich auch schaut, auf die Eiweißportionen kommen. Und das sind eben wieder ein paar so Fallstricke, die ich halt immer erwähnen, wie zum Beispiel die sehr beliebte Hafermilch. Ist jetzt nichts Schlechtes, aber das ist halt ein Kohlenhydratgetränk eigentlich, ist jetzt kein Eiweiß, sage ich mal, Portion, die ich eigentlich nehmen kann. Ja, also wenn ich sage pflanzlich, dann muss es halt eher die Sojamilch sein, die ist da gleichwertig wie die Kuhmilch oder eben diese
vegane Mischungen, die es da halt gibt aus Erbsen und Reisprotein. Also schon wieder dann ein bisschen mehr Sporternährungsfancy-mäßig. Also das ist, und da ist es viel wichtiger, auf diese 4 Portionen am Tag zu kommen, von diesen Eiweißportionen sozusagen, als dass sie jetzt einmal halt eine Riesenportion nehmen. Wie Portionen? Ja. Es ist, was, viermal, also ich esse normalerweise Frühstück, Mittag, Abend. Mhm. Wie definierst du, sollte man da jetzt dann viermal am Tag essen? Verstehe ich das richtig? Oder? Also wenn man es jetzt ganz genau angeht, sind es tatsächlich diese 3, bist schon einmal super dabei, wenn du da schaust. Und da habe ich auch so Lebensmittellisten für die Sportler, damit sie eben nicht nur auf die Shakes, wo man sicher ist, da ist es drin. Genau. Das geht natürlich immer, aber genauso auch 2 Eier habe ich auch diese 20 Gramm, um die es da eben Minimum geht. Ein bisschen kann man genauer dann aufs Gewicht noch vom jeweiligen Sportler gehen, aber so plus minus mit 20 Gramm Eiweiß eine Portion ist super. Und da weiß man dann eben, wenn man da kurz durchschaut, okay, mit 2 Eier bin ich da super dabei. Oder mit einem Cup Cottage Cheese oder so, dass man sich das halt einfach durchschaut, aha, okay, damit habe ich eh schon meine Portion. Und die 4. Portion sinnvollerweise ist eben, wenn es um Muskelhypertrophie, also um Zunahme da auch geht, ist abendlich die Portion Casein, die eben, Whey ist ja, sage ich mal, brauche ich kaum mehr, der irgendwie mit Sport zu tun hat, erklären, also das Molkenprotein, das einfach ganz schnell zur Verfügung steht, die jeder im Fitnesscenter kennt. Das ist tatsächlich ein Eiweiß, das schnell zur Verfügung steht. Und dieses Casein ist auch ein Milchprotein, nur das weniger bekannte. Das sprich, mit einem Glas Milch zum Beispiel am Abend wäre da auch schon mit dabei. Und dieses Casein, das wird langsamer abgebaut. Das heißt, das ist jetzt nicht so schnell zur Verfügung wie das Whey, aber das ist dann, klumpt ein bisschen im Magen und kommt dann über die Nacht ständig ein bisschen eine Aminosäure, das sind die Bausteine, daher, sodass eben die Muskelmasse auch über die Nacht gut versorgt bleibt. Und damit Regeneration auch fördert, ganz oder? Ganz genau. Ja. Sowohl Regeneration fördert, als auch eben wirklich der Muskelmasse auch dem Abbau entgegenwirkt, auch über die Nacht. Mit den 4 Portionen, Marco, ist das bei dir auch so? Du hast jetzt dann 2-3 Mal nickend. Ist das bei dir? Ist das beim Spitzensportler genauso? Ja, 4 bis 5 teilweise. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen, wenn die Gletschersaison wieder anfängt, da ist meistens da sind wir schon teilweise 6, halb 7 am Berg oben. Also das ist relativ früh Frühstück. Genau meine Zeit. Ja. Und eben auf der Höhe braucht man noch mal mehr Energie, die was da verbrennt wird. Dann isst man dazwischen einmal einen Riegel oder eben nach dem Training einen Recovery-Shake oder was. Dann ist Mittagessen, dann kurze Pause und am Nachmittag haben wir wieder Training. Und da war auch gut, wenn der Muskel gleich danach wieder mal versorgt wird, sage ich mal. Und dann bis zum Abendessen hin ist wieder ein bisschen Zeit und dann sind es teilweise 5 Mahlzeiten am Tag. Ja. Ist das dann auch schon so getaktet mit wirklich Uhrzeit? Also Training ist dann und dann angesetzt und dann hat man die Zeit, was weiß ich, 1,5 Stunden zum Mittagessen oder was, wenn ich jetzt dann das Mittagessen ausnehme? Meistens hat man dann die fixen Zeiten, 12 Uhr Mittagessen, 7 Uhr Abendessen und da dazwischen halt einen kleinen Snack. Ja. Wie haltest du es mit Eiweißshakes? Weil das ist ja doch auch ein Thema. Schaust du das, nimmst du es gar nicht oder schaust du das natürlich irgendwie kriegst oder weil es einfach ist, mischt da was oder wie tust du das? Es ist nicht immer ganz einfach, wenn man eben vom Gletscher dann wieder ins Tal runterkommt. Also dass man, da dauert es oft auch eine Stunde, bis man wieder unten ist. Und da wäre, glaube ich, schon gut, wenn man da gleich einmal danach was hat. Jetzt keinen klassischen Eiweißshake, aber so einen Recovery-Shake, wo halt viele Nährstoffe drinnen sind, das mache ich schon, ja. Mhm. Und würdest du das für einen ambitionierten Trainierer, sagen wir mal, der im Sommer ambitioniert trainiert und der sagt, ich mache auch manchmal sogar 2-mal am Tag ein Training, wie würdest du es dem raten? Würdest du sagen, ja, hey, greift so beispielsweise Recovery Shakes, ist vielleicht eine gute Methode, um halt eben die bestmöglich zu versorgen jetzt in dem Moment mit dem Muskel? Oder würdest du dem eher raten, weil ich meine, der ist nicht am Gletscher, würdest du dem eher raten, machst du ein bisschen selber an, kannst essen oder was auch immer? Ja, das mit machst du das bisschen selber ist immer das Thema. Also da bin ich pragmatisch geworden über die Jahre, muss ich auch sagen. Aber eben, es ist tatsächlich so, wie er das gesagt hat, oft von der Gondel zurück eine super Zeit, wo man das nutzen kann, dass man da, und da ist der Shake einfach manchmal oder oft das Einfachere,
es gibt, man kann auch das Joghurt mitnehmen, aber es ist echt oft ein Packproblem einfach, wo das wirklich absolut gerechtfertigt ist. Wenn ich jetzt ein ambitionierter Sportler bin, kann ich jetzt, ohne da jetzt irgendwie in einer Marke da sein Geschäft wegnehmen zu wollen, aber kann ich mit einem Kakao, den ich kaufe, im Supermarkt, habe ich genauso drin die Flüssigkeit, das Eiweiß und die Kohlenhydrate, ist eigentlich ein Recovery Shake sozusagen und kommt mir wahrscheinlich günstiger. Ja, also das wäre zum Beispiel auch eine Variante. Oder ich nehme eine Buttermilch, wo ich das eben auch drin habe, oder ein Joghurt. Also sind Alternativen, sage ich mal. Verstehe, ja. Du, aber wenn man Ernährung eigentlich im Internet einmal eingibt, gell? Also jetzt komme ich wieder ein bisschen zurück eigentlich, ein bisschen so ganz zum Anfang, dann kommt einmal relativ bald eigentlich fast als erster die Pyramide. Das ist so was ist das eigentlich? Ich meine, das kennen wahrscheinlich viele, aber erklär mal, und hat das Relevanz für die Allgemeinheit oder für Sportler? Wie ist das? Ja, also wenn du auf der Website bist, dann könnt ihr da empfehlen. Also ich habe da eine Linksammlung zusammengestellt bei uns auf der Olympiazentrums Kärnten Website. Gibt es den eigenen Bereich Sporternährung, und da habe ich ganz viel, also sowohl von den Schweizern, den Australiern, aus Großbritannien, die wirklich sehr gut recherchiert ist, weil das ist ja oft das Problem, finden tut man jede Menge, aber was ist da jetzt auch wirklich, sage ich mal, auch gut recherchiert und hat Hand und Fuß. Und also da kann ich mal ein bisschen die Suche erleichtern, da nachschauen, und du wirst bei mir zum Beispiel gar keine Ernährungspyramide finden, die ich verlinkt habe. Es haben zwar die Schweizer, also Swiss Olympic, haben eine Ernährungspyramide, die auf Sportler angepasst ist, also das geht natürlich schon. Aber trotzdem ist halt so, dass wenige Sportler halt ihr Dreieck da stehen haben, sondern einen Teller. Und deswegen finde ich da das von den Amerikanern, die haben das für ihre Sportler wiederum entwickelt, Tellermodelle, dass ich sage, einfach bei intensivem Training fülle ich den Teller so viel mit Kohlenhydrate, ein Viertel mit Eiweiß und dann der Gemüseanteil. Und so ist das eigentlich viel anschaulicher, weil das ist ja so, wie es dann auch ist, als wenn ich dann mit irgendwelchen Pyramiden rumhantiere, wo ich denjenigen halt leider, tolles Konzept ist, aber für die Praxis und die Sportler ist das eigentlich das Praktischere, sind wir drauf gekommen. Und da wollen wir ja hin zur Praxis. Genau, also, darum geht es. Ich finde jetzt für mich ein ganz spannendes Bild, weil jetzt das Mittagessen ansteht. Was man wirklich sagt, okay, wie decke ich meinen eigenen Teller, finde ich großartiger Zugang und auch wirklich umsetzbar. Ja. Aber jetzt sind vielleicht manche Zuhörer und Zuschauer ein bisschen, möchte ich sagen, erregt, wenn sie sagen, aber ich esse ja kein Fleisch. Welchen Tipp würdest du da geben, wie kann ich das Fleisch mir anderweitig holen jetzt? Im Groben ausgedrückt. Ja, also es geht wunderbar ohne Fleisch auch. Nur eben, es geht auch mit Fleisch. Letztendlich ist das für einen Sportler natürlich auch, wenn es gute Qualität hat, eine super Eiweißquelle, mit der ich das Ganze auch ergänze, einfach das, was sie isst. Aber so wie du das gemeint hast, es geht auch tadellos ohne. Man sollte halt nicht einfach nur streichen und sagen, das habe ich halt jetzt nicht mehr, und ohne zu überlegen, was brauche ich denn sonst. Und da ist halt auch wieder ganz unterschiedlich. Manche essen eben schon die Eier, dann sind zum Beispiel Eier eine gute Variante oder die Milchprodukte. Wenn ich sage, okay, Milchprodukte tun mir nicht so gut oder möchte ich auch nicht, sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, eben die diversen, eben Soja auch einfach eine super Variante natürlich, aber eben auch mit Hadenflocken, die es in den zu kaufen gibt, mit denen ich dann halt anmische mein Müsli oder was auch immer. Also ich kriege schon mit, gerade Vegetarier sind meistens sehr belesen und wissen sehr gut, wo was drin ist. Da geht es oft eher ein bisschen ums Sortieren, wann halt was vielleicht mehr oder weniger Sinn macht. Aber eben da ist einfach wirklich wichtig, trotzdem nicht aufs Eiweiß vergessen und auch nicht aufs Eisen vergessen, weil das ist gerade im Sport, also auch einfach und auch im Nicht-Sportbereich, einfach im Fleisch ist halt auch gut, ist eine gute Eisenquelle. Und da muss man halt auch schauen, dass man dann über grünes Gemüse und dergleichen halt auch zu ausreichend Eisen kommt, weil sonst wird das im Ausdauersport auch keinen Spaß mehr machen, weil das Hämoglobin, das den Sauerstoff transportiert, hat mitten drin ein Eisen. Und wenn da kein Eisen mehr da ist, mit dem ich das Hämoglobin halt bilden kann, komme ich halt auch nicht mehr weiter.
fühle mich ein bisschen zurückversetzt in meine Biologie-Unterrichtszeit. Also großartig, ist irgendwann einmal schon gehört. Danke für die Aufklärung an dieser Stelle. Jetzt haben wir das ganz gut, glaube ich, abdecken können. Fleisch ja und wenn Fleisch nein, was es da für Alternativen gibt. Wir haben irgendwann einmal gesagt, was sind denn so die absoluten No-Gos? Was wäre denn, wo du sagst, Finger weg und braucht man nicht. Braucht man nicht. Oder halt zumindest nur in ganz geringen Mengen. Also weil eigentlich ist es ja, ja. Wie haltest du es? Hast du etwas, was du sagst, okay, das ist ich eigentlich, obwohl ich es ganz gern habe, weil es gut schmeckt, aber da halte ich die Finger davon eher, wenn es geht weg. Vielleicht nicht jeden Tag ein Nutella-Brot. Obwohl es schmeckt. Obwohl es sehr gut schmeckt. aber ich will ja nicht darauf verzichten. Also es kommt schon ab und zu vor, wo ich in der Früh aufstehe und dann denke ich mir, ja, jetzt ist es soweit. Genau, das brauche ich jetzt. Also ich glaube schon, dass es auch die Menge immer, das würde ich nicht sagen, Gift ausmacht, aber ich glaube, zu viel Zucker wird nicht gut sein. Aber ab und zu braucht man es einfach für die Seele, auch für den Kopf. Es tut ab und zu einfach gut und ich glaube auch, wenn man jetzt mit einem schlechten Gewissen das isst, ist es nur mal schlecht, als wenn man sich denkt, ja, das habe ich mir jetzt verdient. So wie du es gerade gesagt hast, die Dosis macht das Gift. Paracelsius, glaube ich, war das, gell? Was Gescheites dazwischen einmal. Wie ist es denn, weil bei Ernährung ist ja auch das Thema Trinken. Also jetzt in dem Fall nicht nur Wasser, sondern es gibt ja Alkohol. Ja. Was ab und zu mal vielleicht entspannende Wirkung hat es ja de facto wirklich, ja, wenn man es in Maßen konsumiert. Wie haltest du es denn allgemein über den Jahr hinweg? Gibt es da Zeiten, wo du mal sagst, so jetzt gönne ich mir einfach einmal ein Bier? Wie ist es nach dem Training? Weil es ab und zu mal hast, ja, Bier nach dem Training ist gar nicht schlecht, ist so im Volksmund. Wie ist es denn bei dir so mit Thema Alkohol? Über den Sommer trinke ich schon gerne einmal mein Bier. Über den Winter eher selten, also da sind wir sehr viel unterwegs und das ist jeden Tag dichtes Programm. Da kommt es eher selten vor, aber auch natürlich, wenn einmal ein Erfolg da ist oder wenn es vielleicht einmal nicht so gut läuft, trinke ich auch gerne mal mein Bier. Also da verzichte ich nicht drauf und ja, tut mir auch ab und zu ganz gut. Mhm. Auch wieder in Maßen. Logisch, ja. Es gibt ja Zeiten, sage ich mal, weil bei jedem Sportler, der hat einmal so zumindest 2-3 Wochen, wo er einmal nach der Wettkampfsaison einmal ein bisschen frei hat. Und ich selbst weiß es aus eigener Erfahrung, in dem Moment sagt man mal so, und jetzt gehe ich einfach einmal wieder resetten. Ja, also einen Neustart machen. So war es bei mir einmal so direkt. Ja. So, jetzt an die Überleitung, wie findet ihr die Experten? So, wie findest du das? Ja, also mir gefällt der Markus' Ansatz super, weil einfach dieses Verbote insgesamt machen sie ja, das weiß man ja als von Kindern schon, machen sie ja nur erst recht interessant. Also und auch in einem Sporterleben ist es genauso, wenn man mir ständig irgendeine Sachen verbietet, das ist total genussfeindlich und überhaupt nicht notwendig. Es ist echt eher die Frage, wann passt was. Und wenn es eine Feier gibt und dann wird auch dazu getrunken und ich habe nicht gleich danach, das wird nicht der Fall sein, wieder was, wo ich performen muss, dann spricht da auch überhaupt nichts dagegen. Also jetzt von der Leistungsphysiologie, von der Beeinflussung, der jetzt, was sonst wie passieren wird für die sportliche Karriere, sage ich mal, jetzt nicht interessant. Viel eher Thema ist es, wenn es halt oft und regelmäßig halt getrunken wird, wenn man sagt, okay, ich komme halt am Abend damit zur Ruhe, da schlafe ich halt besser, das ist halt ein bisschen ein Irrglaube, weil ich schlafe zwar vielleicht mal besser ein, aber die zweite Nachthälfte ist dann schlechter von der Schlafqualität. Das heißt, Sport, im Spitzensport geht es ganz viel um Regeneration inzwischen, weil das, was man im Training schafft, ist schon, sage ich mal, sehr wirklich an viele Rädchen gedreht. Und da ist ganz viel jetzt auch das Thema Regeneration. Und da ist eher der Alkohol dann halt nicht förderlich für die Schlafqualität, zum Beispiel, wenn ich das halt zu oft halt dann als Betthupfer sozusagen nutze. Ja. Aufgeklärt, abgehackt. Ja, kommen wir zum normalen Trinken. Ja. Flüssigkeit, weil wir haben vorher jetzt viel über das Essen gesprochen. Was sagst du, was braucht der Durchschnittsösterreicher normale Flüssigkeitszufuhr, wenn man jetzt vom Wasser ausgeht, vom Saft, was auch immer, wie viel würdest du empfehlen? Ja, das ist total unterschiedlich. Also wenn ich gleich auf den Sport wieder zum Beispiel kommen darf, wo man wirklich sagen, stell dich mal auf die Waage vor dem Sport, geh deine Stunde laufen oder was auch immer du machst und stell dich danach nochmal auf die Waage. Wenn du was getrunken hast, dann ist das zum Beispiel, was weiß ich, einen halben Liter, den hast dann
sozusagen auch mit zu berücksichtigen. Stelle ich mich eben vorher mit 70 Kilo auf die Waage, nachher mit 69, habe ich ein Kilo verschwitzt, quasi dann wieder trinken. So jetzt ganz stark vereinfacht. Aber letztendlich, da verliere ich keine Muskelmasse, kein Fett oder sonst irgendwas, sondern das ist tatsächlich einfach weggetrunken. Und im Sommer brauche ich natürlich mehr als im Winter und das kann, da kriege ich ein gutes Gefühl dafür, weil das einfach wirklich ein großer Unterschied ist. Es gibt Leute, die schwitzen viel, viel mehr als andere, die halt eher den roten Kopf kriegen und eben nicht gut schwitzen. Und Schwitzen ist ja auch ein Trainingseffekt. Also gut trainierte Menschen schwitzen ja auch besser, kriegen die Hitze besser weg. Ja. Wenn jetzt der Profi, wie viel braucht er am Tag? Wenn man sagt, der Normale braucht, hier gibt es also eine Faustregel zwischen 2 mindestens und 4 maximal, oder? Wie irgendwann einmal gelernt. Ja, maximal. So, also ja. Je nachdem, wie viel ich dann tätig bin. Aber wenn jetzt sagt er, der Spitzensportler muss ja noch fast das Doppelte trinken. Ja, schon sehr viel. Also speziell auf dem Gletscher oder wie es heuer war, wir waren in Chile, wo wir schon auf 2800 Meter geschlafen haben. Da trinkt man dann sicher, also ich, so circa um die 6 Liter. Das ist leicht verteilt. Wahnsinn. Jetzt stellen wir das so vor, das ist, okay, wir reden jetzt vom Training. Kommen wir vielleicht Richtung Wettkampf. Wie ist das am Wettkampftag? Da wirst du wahrscheinlich genau getimt haben, oder? Nein, da trinke ich, wenn ich Durst habe. Da ist nichts genau getimt. Am Wettkampftag, glaube ich, muss man immer ein bisschen flexibel sein. Aber da wird es von der Menge vielleicht ein bisschen weniger sein, denke ich mal. Weil da hat man ja doch 2 Läufe, wo man abliefern muss. Und bei einem Trainingstag hat man oft 10 bis 12 Läufe, wo man einfach mehr verbraucht. Okay. Jetzt stellen wir die Situation spannend vor. Jetzt bist du vor dem ersten Durchgang, fährst quasi in diesen Tunnel hinein, wo der Startbereich ist. Wir haben schon beim Thema Ausrüstung haben wir darüber geredet, dass diese Rennanzüge ja extrem eng sind. Jetzt kommt die Nervosität dazu. Jetzt hast du vielleicht vorher was getrunken. Wie gehst du mit dieser Stresssituation, weil wir gerade vorher gesagt haben, das nächste WC ist vielleicht nicht um die Ecke. Ist das sowas schon mal passiert? Dass du sagst, oh, jetzt müsste ich eigentlich, ich bin aber gleich dran. Ja, also so gut habe ich es schon im Griff, dass ich mir das einteilen kann. Ja, also im Startbereich ist immer ein bisschen Platz, wo man dann... Eine Ecke, wo es eine Ecke gibt, wo man seine Motos verrichten kann. Okay. Bei uns Männer, glaube ich, ist es vielleicht ein bisschen leichter, dass es schneller einmal geht. Aber in so ein Bettringnis bin ich jetzt noch nicht gekommen. Kommen wir vielleicht zu einer simplen oder vielleicht doch schwierigen Frage. Marco, was ist eigentlich das Lieblingsessen von Marco Schwarz? Und was trinkst du dazu? Sag ich jetzt einmal, es ist nicht so einfach. Nein. Ja. Es gibt viele gute Gerichte, aber ich glaube, gutes Fleisch, gute Beilage dazu und wenn es ist, ein Bier dazu. Ja, ist das Einser-Menü von dir? Was ist das für ein Fleisch? Ein Rindfleisch, ein Händelfleisch oder was wäre das? Es kommt auch immer davon. Ich esse gern Rind und ich esse auch gern ein Händelfleisch. Okay. Ich esse gern Sushi, alles möglich eigentlich. Aber jetzt müsste ich dir, in der Schule hat es ja immer diese Steckbriefe, oder wie haben die geheißen, dieses Schulbuch, oder? Wo dann der Klassenkamerad quasi das ausgefüllt hat. Da steht drinnen, mein Lieblingsessen ist. Ich glaube, früher habe ich immer Pizza geschrieben. Das war gut. Das ist auch klar. Pizza. Ich glaube, ich würde wieder Pizza schreiben, glaube ich. Pizza mit einem Radler. Bier. Wie ist bei dir? Was ist dein Lieblingsessen? Ja, also ich habe ja kleine Töchter. Ich habe eine kleine inzwischen nicht mehr, aber ich habe ja das ja tatsächlich zum Schreiben. Und ich schreibe ja Käsenudel. Kärntner Käsenudel. Ja, und das ist. Ja, mit also was dazu? So Käsenudel mit einem gemischten Salat ist einfach. Ja, und ein Getränk. Was ist das? Boah, das ist ein bisschen von der Uhrzeit und von den Leuten, mit denen ich gerade unterwegs bin, abhängig. Wunderbar. Aber ein gespritzter Apfelsaft so zum Mittag dazu. Du und Patrick, bei dir, weil das ist ja, die haben auch noch nie sowas gefragt. Wie schaut's bei dir? Das ist richtig. Ist auch, muss ich dem Marco recht geben, eine schwierige Frage. Weil ich bin schon auch, sage ich, entweder das Wiener Schnitzel mit Pommes Klassiker oder bei den Kärntner Käsenudeln, einfach weil das ja nirgends so gut schmeckt wie in Kärnten, die Kärntner Käsenudeln. So viel zum Thema Eigenwerbung. Wie ist es bei dir, Hanno? Ja, ich würde ehrlicherweise auch eine Pizza nehmen, aber so richtig gute, kennst du das mit diesen das ist gerade so ein bisschen ein Trend, mit diesen aufgeplusterten... Zwei hungrig.
Ja, ich weiß nicht, diese sizilianischen Pizzen heißen die, glaube ich, oder so irgendwie. Was ist drauf? Wenn das wirklich so eine gute Pizza ist, dann brauche ich nichts außer guten Käse, am besten so ein Büffelmozzarella sogar, gute Tomatensauce und Basilikum nachher. Und Olivenöl, nicht vergessen. Herrlich, herrlich. Ja, ich sehe schon, wir sind alle jetzt, glaube ich, schon bereit fürs Mittagessen. Ja, alle Fälle, ja, aber gut und gerne essen, das ist ja auch einfach was Beides, oder? Absolut. Und nachdem wir jetzt mit unserer Zeit schon am Ende sind, darf ich euch bitten, unsere Zuhörer und Zuseher, die ja fit für den Winter werden wollen, was sind so die wichtigsten Punkte, wenn es ums Thema Ernährung geht? Barbara. Naja, wenn man so eine Speisekarte durchschaut auf der Skihütte, ist vielleicht der Kaiserschmarrn oder die Frittatensuppe oder Nudel oder was so in die Richtung. Wahrscheinlich das, was einen für den restlichen Tag, sage ich mal, noch besser in Schwung hält, als wenn es halt die Berner Würstel oder das Schnitzel sind. Ja, sehr schön zusammengefasst. Wie schaut es beim Profisportler aus? Ich glaube, dass das Frühstück sehr wichtig ist, dass man da schon mal Energie hat, dass man den Tag starten kann und als weiteres Genuss auch. Und viel, viel trinken, haben wir gehört, gell? Sonst genau. Kriegst du Kopfweh. Genau, hat schon die Mama gesagt. Vor dem Gletscher. Nein, wirklich, ja, wirklich. Genau. Wie bei allen unseren Gästen darf natürlich die Frage nach den Highlights nicht fehlen. Muss gar kein sportliches, kann auch gerne ein privates Highlight sein. Marco, ich beginne mit dir. Was war für dich, wenn du jetzt dann so zurückblickst, was war so dein absolutes Highlight? Das ist noch eine schwierigere Frage. Wie das Essen. Das ganze Leben ist also so schön. Also gibt es mehrere Highlights? Gibt es mehrere Highlights, ja. Wenn du da jetzt eins rauspicken müsstest und sagst, das war und das denke cool. Ich gerne zurück. Ja, natürlich, der Weltmeistertitel war sehr cool. Aber auch da, wo ich die Kugel fixiert habe, vor 2 Jahren, das war schon ein großer Moment. Ja, gibt es ein privates Highlight auch? Bundespräsidenten die sehr Hand viele, geschüttelt oder so? Ich habe mal den Papst die Hand geschüttelt. Ja, wirklich? Cool. Da waren wir vom ÖSV eingeladen, haben wir einen Trip nach Rom gemacht, war sehr cool, aber natürlich gibt es privat sehr viele andere Highlights. Ist das der jetzige Papst oder der? Der jetzige, ja. Barbara, wie ist es bei dir? Privatlich? Yeah. Privat oder sportlich? Entschuldigung. Also Papst nicht die Hand geschüttelt, das durfte ich noch nicht. Nein, aber auch da. Also ich habe jetzt nebenher schon versucht überlegen, aber also ich freue mich mit allen Sportlerinnen und Sportlern immer irrsinnig mit. Ich habe meine Arbeit voll gern, aber wenn du mich fragst, ist natürlich trotzdem mit meinen 2 Mädels, dass ich die habe. Das war jetzt vielleicht ein bisschen Klischee, aber das ist natürlich schon für mich das Highlight, so als Gesamtpaket. Wunderbar. Und ich denke, das kann man auch, jede Mutter wird dir das unterschreiben. Und ich finde, das war ja wieder eine tolle Überleitung. Danke an dieser Stelle, dass ihr beide heute zu Gast wart, dass ihr da uns Rede und Antwort zum Thema Ernährung gestanden habt. Hanno, dir danke für deine Expertise auch und fürs Nachbarn. Danke auch. Ja, so schnell geht wieder eine weitere Sendung von Einwürfe der Skistammtisch vorbei und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns auf alle Fälle beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, wir sehen uns. Die Krone und ich. Kronenzeitung.